Wenn es nach der CSU geht, soll es der Polizei mit dem neuen Gesetz unter anderem erlaubt werden, ohne konkreten Verdacht gegen Bürgerinnen zu ermitteln, deren Post zu beschlagnahmen, die Post mitzulesen, Kommunikation mitzulesen und meiner Meinung nach auch besonders perfide in die Kommunikation einzugreifen, das heißt zu löschen oder zu verändern. Der Unendlichkeitsgewahrsam kann bereits angeordnet werden beim Vorliegen einer drohenden Gefahr. Eine Identitätsfeststellung, Straßenkontrolle, drohende Gefahr, erkennungsdienstliche Behandlung, mitnehmen, Fotos machen, Fingerabdrücke machen, Größe aufschreiben, Gewicht aufschreiben, Narben aufschreiben, Tätowierungen aufschreiben, bei Vorliegen einer drohenden Gefahr möglich. Durchsuchungen von Personen und Sachen, drohende Gefahr, Platzverweis, Aufenthaltsverbot, Aufenthaltsgebot. Die Polizei sagt nicht, hier darfst du nicht hin, sondern hier musst du bleiben. Bei Vorliegen einer drohenden Gefahr, Kontaktverbot, du darfst keinen Kontakt haben zu bestimmten Personengruppen, bei drohender Gefahr, Bild- und Tonaufnahmen bei Veranstaltungen und schließlich die elektronische Fußfessel. Und bereits beim Anfangsverdacht können verdeckte oder sollen verdeckte Ermittler und verdeckte Ermittlerinnen eingesetzt werden. Auf Demonstrationen wie diesen heute, auf friedlichen Demonstrationen, also völlig egal, wie der Verlauf einer Demonstration ist, sollen in Zukunft Übersichtsaufnahmen gemacht werden können. Und in besonderen Fällen sollen diese dann mit Gesichtserkennung sozusagen drüber gelaufen werden können. Damit können Dateien angelegt werden, wer wann, wie, wo demonstriert hat. Das ist ein Skandal. Manches mutet auch absurd an, wenn ich mir vorstelle, dass Streifenbeamte mit Handgranaten theoretisch ausgestattet werden können. Besonders verrückt für uns ist diese Präventivhaft auch. Also ohne dass eine konkrete Anklage im Raum steht, ohne dass eine Verurteilung erfolgt ist, können Menschen in Präventivhaft genommen werden, sogenannte Gefährder. Und das alles alleine mit der Begründung, dass eine drohende Gefahr dastehen würde, also ohne Verurteilung. Und nach 3 Monaten kann ein Richter entscheiden, ja, du kommst nochmal 3 Monate in Vorbeugehaft und nochmal 3 Monate. Wie soll denn jemand in Haft seine Unschuld beweisen? Wie soll er denn in Haft bitte zeigen, dass er in den letzten Monaten sich gebessert hat? Das ist unmöglich und eröffnet Willkür Tor und Tür. Der Strafrechtsexperte Hartmut Wächtler wies vor dem Innenausschuss darauf hin, dass mit dem neuen Polizeiaufgabengesetz die größte und umfassende Kontrollkompetenz für die Polizei in Deutschland seit dem Ende des Nationalsozialismus 1945 geschaffen werden. Und die CSU wird wieder argumentieren, dass diese Gesetze im Kampf gegen den Terror unverzichtbar seien und unbescholtene Bürgerinnen nicht zu befürchten haben. Es steht in einer Kontinuität der bayerischen, aber auch deutschen Angriffe auf unsere Grundrechte. Unglücklicherweise. Kampf für Bürger- und Menschenrechte bedeutet in diesem Staat, dass man sich eigentlich immer mit dem Polizeirecht und dessen Verschärfung auseinandersetzen muss. In Bayern sind wir da an vorderster Front. Warum? Weil, das erleben wir seit Jahrzehnten, Bayern meist Vorreiter einer Rechtsfortbildung ist, die auf den Ausbau des Sicherheits- und Überwachungsstaats zulasten der Bürgerrechte baut. Und die anderen Bundesländer ziehen dann abgestimmt über die Innenministerkonferenz nach und werden dann letztendlich vor vollendete Tatsachen, und in Bayern läuft es ja super gestellt. Das heißt, an uns ist es, in erster Front Entwicklungen zu verhindern, unter denen dann aber alle anderen bundesweit leiden müssen. Wir haben das häufig erlebt. Die Idee, gesellschaftliche Sicherheit mit unerhörten Befugnissen seitens der Polizei zu sichern, scheint der CSU ja in die Wiege gelegt zu sein. Aber wenn es ihnen um Sicherheit geht, geht es ihnen doch eigentlich nur um das Aufrechterhalten eines Status quo. Dies dient ausschließlich der Kontrolle der Bevölkerung. Sie werden es mit Terror rechtfertigen und dann gegen alle einsetzen, liebe Freundinnen und Freunde. Das soll laut Innenminister verfassungsgemäß sein, weil das Bundesverfassungsgericht Karlsruhe hätte darüber schon geurteilt. Aber, und das ist das, was die bayerischen Politiker, wenn sie das Gesetz rechtfertigen, unterschlagen. Dabei hat das Bundesverfassungsgericht von einer terroristischen Bedrohungslage gesprochen. Das bayerische Polizeiaufgabengesetz wird in Zukunft an das Vorliegen einer drohenden Gefahr allgemeine Handlungsbefugnisse der Polizei gegen einzelne Bürger in der konkreten Situation auf der Straße knüpfen. Da sind wir weit entfernt von der terroristischen Bedrohungslage. Ich war diese Woche bei einem Prozess gegen einen jungen Mann. Ihm wird vorgeworfen, tätlicher Angriff, Widerstand gegen die Staatsgewalt und Gefangenenbefreiung. Was die Anklage ihm tatsächlich vorwirft, ist, dass er ein Fahrrad geschoben hat. Genug ist genug, liebe Freundinnen und Freunde. Machen wir den heutigen Tag zu einem Auftakt der Verteidigung unserer Rechte. Stoppen wir diesen Repressionswahnsinn der CSU. Verhindern wir gemeinsam dieses verrückte Gesetz. Vielen Dank. Um es noch einmal ganz unmissverständlich zu sagen, so eine Sicherheit lehnen wir ab. Ja!
Wenn wir von Sicherheit reden, dann ist das die Sicherheit, am Ende vom Arbeitstag mit dem Lohn mehr als nur die Miete zahlen zu können. Wenn wir von Sicherheit reden, dann ist das die Sicherheit von Geflüchteten, hier menschenwürdig behandelt zu werden. Wenn wir von Sicherheit reden, dann ist das die Sicherheit jeder Krankenpflegerin, jedes Altenpflegers und jeder Erzieherin vor einem beruflichen Aus aufgrund von Überarbeitungsburnout. Und dann ist das auch die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger vor Willkürakten von Polizeieinsatzkräften. Unsere Sicherheit braucht kein neues Polizeiaufgabengesetz. Die Sicherheit der Werktätigen, der überwiegenden Mehrheit der Menschen unseres Landes, braucht einen sofortigen Stopp des sozialen Kahlschlags, ein Ende der Privatisierung öffentlichen Wohnraumes, ein Ende von Personalmangel in Krankenhäusern, Altenheimen und Kitas aufgrund beschissener Arbeits- und Ausbildungsverhältnisse. Daran denkt natürlich keiner der Politiker, die ein neues Polizeiaufgabengesetz wollen. Sie schützen uns nicht als Bürger, sondern sie stellen uns unter Generalverdacht. Sie machen nicht das effektivste Polizeigesetz, sie machen Bayern zu einem Überwachungs- und Polizeistaat. Wenn Markus Söder meint, wir bräuchten 3500 zusätzliche Stellen bei der bayerischen Polizei, dann sage ich als Krankenschwester, wir brauchen 3500 neue Stellen in der Pflege. Diese neuen Stellen in der Pflege würden in Bayern viel mehr Sicherheit bringen, denn jeden Tag sterben Patienten aufgrund des gravierenden Pflegenotstands. Söder, Seehofer und Herrmann wollen einen Polizeistaat aufbauen. Wir wollen einen Sozialstaat. Sicherheit durch Stärke. So heißt das Programm, in dem die CSU seit 2 Jahren den Ausbau der Polizei vorantreibt. Wir sagen, wer grundlos Demonstrationen filmt, wer grundlos in unsere Wohnungen eindringt, wer grundlos unsere Nachrichten liest, wer grundlos wegsperrt, der ist nicht stark, der ist schwarz. Bisher war es nur Til Schweiger vorbehalten, im Tatort Handgranaten und andere Explosivstoffe zu werfen. So soll es aber auch jetzt der bayerischen Polizei in Zukunft erlaubt sein. Dieser Plan geht sogar der Polizeigewerkschaft zu weit. Sie warnen zu Recht, dass es eigentlich um eine Änderung der Rechtsgrundlage geht. Handgranaten sind Kriegswaffen und Waffen bringen keinen Frieden. Die CSU will der Polizei Machtbefugnisse erteilen, die sie aus guten Gründen seit 1945 nicht mehr haben. Was will ich? Was willst du? Das Verbot der CSU! Was will ich? Was willst du? Das Verbot der CSU! Also ich hoffe, Sie verstehen das Zwinkern. Wir waren bis jetzt noch nicht so mega politisch engagiert oder halt aktiv, aber bei diesem Gesetz haben wir uns gedacht, da muss jetzt mal was gemacht werden, das darf auf gar keinen Fall sein. Deswegen haben wir die Petition gestartet. Als wir die Petition erstellt haben, haben wir eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass auf, halt mittlerweile sind es über 40.000 Unterschriften. Und das haben wir alles euch zu verdanken. Dankeschön. Wenn jemand sagt, die Privatsphäre ist einem egal, ist es genauso, wenn wie jemand sagt, seine Meinungsfreiheit ist ihm egal, weil er keine Meinung hat. Und genauso sehe ich das auch. Denn niemand hier, egal ob Staat oder Polizei, darf in unsere Privatsphäre eintreten. Niemand! Die letzten 30 Jahre ist die Kriminalitätsbelastung so gering wie nie zuvor. Warum brauchen wir dann ein neues Polizeiaufgabengesetz? Warum? Wir sind überwältigt von dem Andrang, der heute gekommen ist. Über 1200 Leute, wahrscheinlich 1500 Leute. Innerhalb von 3 Tagen haben wir mobilisiert und jetzt kommen 1500 Leute, vor allem junge Leute. Und die CSU will ja massiv mit dieser Grundrechtsverschärfung das Leben von den jungen Leuten eingreifen. Das ist wirklich ein wichtiges Signal, dass so viele Menschen heute auf die Straße gegangen sind und kann auch nur der Auftakt gewesen sein. Ja.
Ja, ihr habt ja relativ wenig Zeit gehabt zum Organisieren. Wann ist der Aufruf gestartet? Ja, ich habe am Montag noch hier mit dem Titus gesprochen darüber. Am Mittwoch haben wir den Aufruf geschrieben, am Abend veröffentlicht, Mittwochabend. Und man hat schon gesehen, dass es ein Selbstläufer irgendwie ist. Ganz viele Menschen den Aufruf geteilt haben. Und genau, und dann letztendlich 3 Tage haben wir mobilisiert, Reden geschrieben, Flyer geschrieben, Transpis gemalt. Und dafür ist es wirklich ein überwältigender Erfolg, aber wie gesagt, nur der Auftakt. Mhm, ja. Wann soll das Gesetz jetzt endgültig verabschiedet werden? Ich habe gehört, jetzt im April schon. Ja, wenn es nach der CSU geht, die will das innerhalb kürzester Zeit durch den Landtag peitschen, um eben solchen Widerstand wie heute und Widerstand in anderen Städten zu möglichst zu verhindern oder zu vermeiden. Wenn es nach der CSU geht, im Mitte Mai wollen sie es verabschieden, sodass es dann ab Sommer in Kraft wäre. Ja. Aber wir werden alles dafür tun, trotz absoluter Mehrheit im Landtag der CSU, werden wir alles dafür tun, dieses Gesetz zu verhindern. Mhm. Welche Möglichkeiten seht ihr da noch? Gibt es noch rechtliche Möglichkeiten oder ist es einfach die öffentliche Meinung, die jetzt gestärkt werden muss? Ja, also in erster Linie, ich glaube, sollten wir erstmal auf die öffentliche Meinung zeigen, dass wir es sozusagen nicht nur im Internet ablehnen, sondern eben zeigen, dass wir dieses Gesetz ablehnen, auf die Straße gehen, in ganz vielen Städten. In München wird es eine große Demo Anfang Mitte Mai geben. Und wenn es dann in Kraft ist, dann gibt es tatsächlich rechtliche Möglichkeiten. Eine Popularklage, vorher kann man kann noch nicht gegen Gesetz klagen, was noch nicht in Kraft ist. Aber dann gibt es die Möglichkeit einer Popularklage. Und da überlegt der Vorstand der Linkspartei in Bayern auch gerade, ob man gemeinsam mit vielen anderen Personen und Organisationen dann auch sofort eine Klage einreicht. Was meiner Meinung nach dringend notwendig ist, sollte es zu der Verabschiedung des Gesetzes kommen, weil doch einfach massiv der Rechtsstaat angegriffen wird und auch in die Grundrechte der Bürger eingegriffen wird. Die Stimmung ist gut, das Wetter ist gut, das Polizeiaufgabengesetz ist scheiße!